Dann kommen wir zum zweiten Teil unseres Gesprächs, Herr Wirth. Der wird sich schwerpunktmäßig natürlich mit Ihrer Arbeit an der ETH Zürich befassen, mit der Entwicklung der Informatik an der ETH Zürich. Aber Sie waren ja in Stanford, als Sie den Ruf zunächst an die Universität erhielten und dann an die ETH gewechselt sind. Wie kam es denn dazu, überhaupt zu der Überlegung, von Stanford nach Zürich zu gehen und erstmal an die Universität? Und dann, wie kam es dann zur ETH? Also Stanford, Uni Zürich, ETH. Wie kam es dazu und wie haben Sie sich da entschieden? Ja, es hat so ausgesehen, als ob ich in Amerika bleiben würde. Und dann kam eine Berufung an die Uni Zürich als Assistenzprofessor. Das kam von Professor Hans Künzi, der bald danach Regierungsrat wurde. Und ich habe mir gedacht, ja schön, also ich habe nie in der Schweiz gearbeitet. Wäre interessant, mal zu sehen, wie das so läuft. Und wir hatten, also meine Familie und ich hatten immer noch Verbindungen zur Schweiz. Wir haben sozusagen jede Woche einmal an unsere Eltern geschrieben und wollten ihnen auch eine Freude machen, ihnen die Kinder mal nahe zu bringen. Und so habe ich dann gesagt, ja, probieren wir es mal. Aber ich habe dann sehr bald gesehen, dass die Uni nicht der Ort war für einen Ingenieur. Und Gott sei Dank kam dann eine Offerte von der ETH. Man wolle an der ETH ein Informatikdepartement gründen. Und das hat mich dann sehr angezogen und ich habe zugesagt. So bin ich an die ETH gerutscht. Die ersten 5 oder so Jahre war ich dann Doppelprofessor und hatte das große Vergnügen, zweimal so viele Fakultätssitzungen zu besuchen, was mich dann danach veranlasst hat, die Uni zu verlassen und mich ganz an der ETH zu etablieren. Das war ja 1967, als Sie zunächst an die Uni gingen und 1968 dann als halber Professor sozusagen zur ETH. Jetzt 67, 68, wo Sie da von Stanford weg sind, zunächst ja so als Versuch, vielleicht für ein Jahr oder so, das war ja noch, Sie haben sich ja die Rückkehr offen gehalten nach USA. Ja. Das war ja die Zeit, wo in Berkeley, wo Sie vorher waren, vielleicht auch Stanford, ja eine interessante Zeit ausbrach. So in Berkeley diese Flower-Power-Bewegung und nachher die Studentenrevolte, die ja sehr ernst wurden. Ja. Haben Sie da schon etwas gespürt? War das im Vorfeld schon zu sehen? Haben Sie das wahrgenommen? Hat Sie das irgendwie interessiert oder war das nur peripher? Ja, man hat es schon wahrgenommen. Aber ich war ja in jenen Jahren in Stanford und Stanford hat das kaum tangiert. Also die Unterschiede zwischen Berkeley und Stanford sind eben ziemlich groß. Ja. Stanford ist eine Elite-Privatuniversität, wo nur oder fast nur Reiche und solche, die ein Stipendium erhalten, studieren. Berkeley ist eine Staatsuniversität und dort hat das Flower Power Movement begonnen und zwar extrem stark. Nein, das war nicht zu ignorieren. Und damit haben Sie schon fast eine Frage beantwortet. Das Verhältnis Berkeley-Stanford. Also auf der intellektuellen Ebene habe ich als Besucher das immer sehr freundschaftlich wahrgenommen. Hat sich gegenseitig ausgetauscht, ist hingefahren zu Vorträgen, die man damals ja noch live erleben wollte, weil es da kein Internet gab und so. Ja. Also man ist da hingefahren, sich gegenseitig besucht, hat sich geschätzt. Aber die Atmosphäre war schon anders. Haben Sie das, ist ja auch noch ein Punkt, Sie haben ja auch Vorlesungen gehalten. Haben Sie in Berkeley schon Vorlesungen gehalten? Oder? In Berkeley
habe ich eine Vorlesung gehalten, habe jemanden vertreten in einer Vorlesung über Digitaltechnik. Mhm. Das war 1963, glaube ich. Ja. Erinnern Sie sich an die erste Vorlesungsstunde? Ist Ihnen das leicht gefallen? Haben Sie sogar das Gefühl gehabt, das ist Ihr Beruf? Oder haben Sie eine Art Lampenfieber? Oder? Nein, es war sehr gelöst. Es waren vielleicht 20 oder 30 Studenten. Das ist mir sehr normal vorgekommen. Vorlesungstätigkeit im ernsten Sinn hat dann eigentlich in Stanford angefangen. Ja. Ja. Und da haben Sie regulär Vorlesungen gehalten vor größerem Publikum? Ja, ja, ja. Einmal sogar online. Also neben den Studenten an den Tischen hatte man eine Kamera, eine vor einem und eine oben. Und das wurde übertragen in verschiedenste Firmen im Silicon Valley. Das war eine allererste Erfahrung mit dieser, heute sagt man, Digitaltechnik. Ja, das war interessant. Ja. Ja gut, das Silicon Valley war schon immer vorne dran. Darüber reden wir nachher auch noch, über Ihre Besuche bei Xerox. Ich erinnere mich immer, wenn ich dort war, die neuesten Bücher mit Begeisterung gekauft in den großen Buchläden in Stanford. Ja, ja. Ja. Aber auch die ersten tragbaren Taschencomputer, Kalender dort, ja, in Stanford von den Entwicklern das gehört, in den Shop gegangen und gekauft. Das war hier, also man ist bewundert worden, wenn man mit den Dingen zurückkam nach Europa. Aber darüber reden wir ja auch. Sie haben ja die Maus mitgebracht nach Europa, die Computermaus. Also Vorlesungen, jetzt der Weg nach Zürich, Uni Zürich zunächst. Haben Sie dort auch Vorlesungen gehalten? Wahrscheinlich schon, als Professor an der Universität. Natürlich, das war meine Hauptaufgabe. Ja. 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 Und ich darf wohl sagen, dass in den ersten 8 bis 10 Jahren hat das mich sehr beschäftigt, weil man konnte ja nicht irgendwelche Textbücher hereinholen. Die gab es noch nicht. Die haben sie ja geschrieben. Also da ist ja eines davon, ja. Algorithmen und Datenstrukturen. Ja. Und das habe ich damals als Student gelesen. Ich habe sehr profitiert. Also ich kenne vieles fast auswendig. Also das Acht-Damen-Problem, ja, und so ein Ding, Backtracking. Ja. Und das ist ja entstanden als Resultat Ihrer Vorlesung, nehme ich an. Ja, Ihrer das Vorlesung. Stimmt, jawohl. Ja. 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 Also das war ja, weil es das kaum gab oder höchstens vielleicht in Amerika die ersten spezielleren, ja, aber Compilerbau von Aho und Allman oder, aber Sie haben ja dann diese Lehrbücher geschrieben, die so bekannt wurden. Also nicht nur Ihre Programmiersprachen, sondern eben auch Algorithmen, Datenstrukturen. Ja. Auch Compilerbau. Als Resultat der Vorlesung. Jetzt aber der Wechsel von der Universität zur ETH, zunächst als halbe Stelle. Wie kam denn das bei der ETH? Wer hat Sie da angesprochen oder haben Sie die Initiative ergriffen oder haben Sie Leute gekannt oder war da im Hintergrund etwas? Ja, ich habe Leute gekannt, aber ich habe keine Initiative ergriffen. Es war damals sehr schwierig, ETH-Professor zu werden. Ja. Das lag nicht drin. Aber ein Professor aus der Mathematik, Henrizi, ist eines Tages bei mir aufgekreuzt und hat mir die Pläne eröffnet, dass man an der ETH eine Computerabteilung gründen werde. Und das war dann die sogenannte Fachgruppe Computerwissenschaften. Also 3 Leute, Leuchte oder 2,5, ja? Leuchte, ja. Rutishauser und Sie als halber Professor. Ja, ja. Ja, also ich war schon voller Professor. Das Halbe bezog sich nur auf die Finanzquellen. Ja, ja, gut, ich verstehe das schon. Sie waren eher doppelter Professor als halber. Ich war voll an der ETH. Ja. Aber es stimmt, wir waren nur 3 Professoren und vielleicht ein gutes halbes Dutzend Assistenten da unten. Das war nicht zu vergleichen mit heutigen. Und so fing es an mit der Fachgruppe Informatik an der ETH. Das war das Jahr 1968. Ja. Und ich bin zufällig
auf einen Artikel gestoßen in der Neuen Zürcher Zeitung, Januar 1969. Und da war ich sehr erstaunt, da hat man Ihre Antrittsvorlesung abgedruckt. Jawohl. Ihre Antrittsvorlesung perfekt gestylt. Also ich bewundere das, wie Sie also in Ihrer Vorlesung und nachher in der NZZ zu lesen, in der Mittagsausgabe der NZZ, dass die Informatik eine Wissenschaft ist, was sie unterscheidet von Mathematik oder Elektrotechnik, welche Teilgebiete dazugehören. Das war sehr gut gemacht, sehr gut motiviert. Wie kam die NZZ dazu, das zu drucken? Diese lange, ich glaube, es war sogar in mehreren Teilen, ja, ja. Diese lange Antrittsvorlesung, denn Sie waren ja noch nicht so bekannt wie wenige Jahre später. Sie hatten noch nicht Pascal gemacht. Also wie kam die NZZ dazu, über so ein exotisches Gebiet so ausführlich zu berichten? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. War das im Hintergrund Gusti Zehnder oder jemand, der da... Kaum. Ich weiß es nicht. Also irgendwie hat natürlich die Redaktion ein Gefühl gehabt für zukunftsträchtige Gebiete und Entwicklungen. Und wahrscheinlich haben sie auch nicht damit gerechnet, dass meine Vorlesung so lang ist. Aber ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls war das schon ein Erfolg und hat dazu beigetragen, die Informatik etwas bekannt zu machen. Wir sind uns ja nicht mehr bewusst, wie viel Mühe es gemacht hat, damals die Informatik überhaupt bekannt zu machen. Vielleicht darf ich jetzt etwas vorgreifen. Ja, ich erzähle es der Reihe nach. Also wir waren drei Professoren, zwei aus der Mathematik und ich als Neuling. Und der Professor Rutishauser ist ja dann, glaube ich, ein Jahr danach gestorben. Also 70, ich habe ihn auf dem Boden gefunden. Und dann waren wir nur noch zwei. Bald darauf ist dann Gusti Zehnder dazu gekommen als Assistenzprofessor. Und wir haben sehr bald danach, ich glaube 1970 oder ja, 71 vielleicht, einen Vorstoß unternommen, Informatik als Studienrichtung einzuführen. Das war ja das Entscheidende. Damals hieß das Abteilung. Und da sind wir dann kläglich gescheitert. Und zwar nicht an der Schulleitung, sondern am Interesse der Industrie. Und darauf war die ETH natürlich angewiesen. Also das klappte überhaupt nicht. Und das zeigt eben, wie die Informatik nicht bekannt war in der Öffentlichkeit. Aber da muss ich einmal nachfragen, denn in den USA war das ja wesentlich früher. Und da waren die ersten Departemente, also nicht nur Stanford, sondern einige andere, die heute großen Departemente wurden ja damals, waren ja schon etabliert. 65. Und 1968 bezeichne ich immer gerne als das Schicksalsjahr der Informatik in Deutschland. Ja. Und so weit weg ist das ja nicht. Und ja. Die Universitätssysteme sind sich ja sehr ähnlich. Akademische Traditionen, wir haben ja einen guten Austausch. Ja, ja. Und auch die Allgäu-Gruppe ist ja mit Rutishauser in Zürich und mit Bauer in München. Und 1968 ist in Deutschland etwas passiert, das bei Informatik von den Universitäten, aber auch vom Staat und von der Industrie wirklich mit massiv aufgebaut hat. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis alle berufen waren. Ja. Ja. Aber da gab es massive Förderprogramme. Und deswegen bin ich jetzt so neugierig, weil die Industrie auch gesagt hat, also auch Firmen, Chemiefirmen, BASF, natürlich die Elektrofirmen, Siemens und andere, die gehofft haben, Computer zu bauen, zu verkaufen. Genau. Wieso war das in der Schweiz nicht der Fall? Es gab ja auch BBC, es gab andere, die doch eigentlich gespürt haben müssten. Oder war das nicht, hat doch die Nachrichtentechnik gefehlt? Hat die Chemieindustrie, die Pharmazie nicht gemerkt, dass man Computer bauen könnte? Nein, damals noch nicht. Und Elektronikfirmen gab es ja kaum. Es gab zwar Hasler und, Hasler und Siemens, aber... Oder die Rüstungsfirmen in Oerlikon, die also... Die haben nicht gewirkt. Nein,
Nein, es ist wirklich es ist ein Paradebeispiel für die Konservativität der Schweiz. Also heute kann man sagen, da hat man etwas verschlafen. Sie wissen ja selber, wie groß der Prozentsatz ist an Professoren aus dem Ausland hier. Und das ist immer noch eine Konsequenz der Verschlafenheit von damals. Ich behaupte das jedenfalls. Nun, es ist nun mal so, es läuft ja alles in Ordnung im Moment. Aber ja, wir hatten schon Schwierigkeiten zu überwinden. Und ich muss ehrlich gesagt, ich war nie ein Mann der Publizität. Ich habe dann, als dieser Misserfolg eintraf, habe ich gesagt, ja gut, ich mache meine wissenschaftlichen Arbeiten, schön, habe ich mehr Zeit dafür. Aber es ist dann die Zeit gekommen, gegen 1980. 81, wir feiern ja eigentlich so die 40 Jahre des Studiengangs. Ja. Also im Jahr 2021, 40 Jahre zurück, war 81, wurde etabliert. Genau. Das heißt, ein, zwei Jahre vorher muss das ja dann... Also Ende der 70er Jahre ist dann eine Meldung gekommen von Bern an die ETH-Leitung. Wir kriegen des Öfteren Delegationen aus der Schweizer Industrie, und die klagen über den Mangel an Informatikern. Sie müssten viele Aufträge ins Ausland vergeben. Was ist denn in der Schweiz los? Was ist mit der ETH los? Haben die geschlafen? Und das war schon etwas verletzend. Wir haben nicht geschlafen, wir haben weiter Forschung gemacht. Aber die Mittel fehlten. Und das hat sich dann schlagartig geändert, 1980. Jetzt muss ich doch etwas sagen. Ich habe fast ein Déjà-vu-Erlebnis. Als ich Departementsvorsteher war, vor einigen Jahren noch, kam plötzlich das Schlagwort von der Digitalisierung. Ja. Als ob wir jemals was anderes gemacht hätten in Informatik. Ja? Aber das schien neu. Und plötzlich war die Rede davon, die Schweiz. Ja? Alle Welt macht Digitalisierung, macht Industrie 4.0. Macht künstliche Intelligenz, macht Sicherheit, macht Cybersecurity. Was ist los? Und ich habe dann mehr Gespräche geführt. Ich war auch einmal beim Bundesrat mit 7 Leuten eingeladen, direkt persönlich dort, und musste erläutern, was Digitalisierung bedeutet. Und da kam die Frage, wenn Sie jetzt 1 Milliarde Schweizer Franken hätten, was würden Sie machen? Ja. Also am Geld hat es nicht gescheitert. Ich erzähle das jetzt nicht weiter. Aber das ist ja interessant, dass man also plötzlich einmal aufwacht, meint, man hat etwas versäumt, und dann kann man es ja zum Glück, weil dieser am Geld nicht scheitert, das einigermaßen nachholen. Deswegen das Déjà-vu-Erlebnis. Aber dieses Nachholen hat ja viel Arbeit für Sie damals bedeutet. Sehr viel Arbeit. Und vor allem musste man diesen Amtsstellen erklären, mit allem Geld können Sie Fachleute nicht einfach aus dem Boden stampfen. Die müssen heranwachsen. Irgendwo muss man sie finden. Und darum war auch die Anfangszeit sehr belastend mit Unterricht. Wir haben im ersten Jahr, haben wir ja mit dem 5. Semester begonnen, hatten wir 70 Studenten. Und wir waren nur 5 oder 6 Professoren. Und im zweiten Jahr waren es dann bereits 150 und im dritten über 200. Also die Lehrbelastung war dann schon merkbar. Und mit der Zeit konnte man dann den Lehrkörper verstärken und erweitern, aber das brauchte Jahre. Ja, das ist so. Also das Wissen und die Leute, das braucht einfach Zeit. Ja. Und deswegen müssen wir in der Akademie immer vorausdenken weit, damit wir dann gerüstet sind dafür. Ja, aber ich muss einfach sagen, auch vor 1980 haben wir ja zweimal versucht, Informatik als Lehrgang zu etablieren. Das zweite Mal innerhalb
der Abteilung für Mathematik und Physik, und das wäre einfach das dritte Standbein gewesen, um finanziell besser durchzukommen. Aber es hat nicht an der Schulleitung gefehlt, sondern Kollegen haben opponiert. Also da haben wir ganz deutlich gehört, ja, bitteschön, also Informatik brauchen wir nicht. Programmieren lernt man bei der Arbeit nebenbei. Das ist aber immer noch in der Physik zum Beispiel weit verbreitet. Physiker können alles, ja? Ja. Natürlich können die auch ein bisschen Fortran programmieren. Genau. Was haben Sie dann geantwortet? Ja, wir konnten eigentlich gar nicht viel antworten. Die hatten die Macht in den Händen und haben das erfolgreich auch verhindert. Es wäre Konkurrenz gewesen. Also es dauerte noch weitere 7-8 Jahre, bis dann eben der Druck aus Bern kam. Das war das Entscheidende, nicht die Kollegen. Aber interessanterweise, wir denken es nur an die ETH, aber es gab ja auch sonst nichts in der Schweiz an Universitäten, die da vorangeschritten wären. Es hätte ja auch in Genf, in Lausanne, in Basel, in Bern passieren können, dass die Informatik entsteht. Das war das, ja auch das kam Fall. Erst in den 80er Jahren. Ja. Aber die Zeit dazwischen war ja nicht verloren. Also Sie haben da ganz im Gegenteil, bis 1981, als dann das Diplomstudien, der Studiengang eingerichtet wurde, da haben Sie ja viel gemacht. Das war die Zeit, wo auch Pascal zum Beispiel entwickelt wurde und vieles andere. Und darüber müssen wir nun auch sprechen. Also Pascal, wir hatten vorhin das schon eingedeutet, war für mich ja faszinierend, weil ich das auch selbst dann kennengelernt habe. Ich bin anders groß geworden. Ich habe erst Basic und Fortran so ein bisschen und dann Simula. Also ich habe praktisch Algol, aber objektorientiert von Simula kennengelernt. Ja. Immer noch eine Sprache, die für mich die erste richtige Sprache und die, da ist man halt dann zu Hause, auch heute noch. Ja. Die war vielleicht etwas überladen, das Klassenkonzept, ja, weil man da viel reingepackt hat. Aber es hatte Algol als echten Subset und war objektorientiert. Und dann habe ich von Pascal gehört. Und das hat mich auch sehr interessiert. Wir hatten damals an der Universität Bonn im Rechenzentrum keinen Pascal-Compiler. Aber eine Universität 100 Kilometer weiter weg, etwa entweder Düsseldorf oder Dortmund, hatte einen. Und dann haben wir über einen Akustikkoppler mit dem Telefon haben wir uns dann dort eingewählt und haben unsere Programme rübergeschickt und einen Tag später das Resultat erhalten. Ja, ja. So habe ich Pascal kennengelernt. Und dann in den Büchern natürlich, also hier von, mit Kathleen Jensen zusammen, aber dann auch Urs Ammann, das schöne Buch über Compilerbau, wo der Compiler beschrieben war. Rekursiver Abstieg, die Fehlerbehandlung, in Pascal selbst beschrieben, die ganzen Techniken, die dazu gehören. Wie kam sie dazu? Also was war, also für mich war Pascal nicht die Sprache selbst nur interessant. Ich habe, wie gesagt, Simula gekannt, aber auch schon viel dabei. Das Rekordkonzept, die Pointer, sogar eben Objektorientierung, was Pascal ja noch nicht hatte. Aber die ganze Compiler-Technik, haben Sie sich das selbst erarbeitet? Oder wie kam es zu dieser Klarheit? Haben Sie Vorlesungen gehalten über Compilerbau? Über Umwege. Also noch in Stanford war ja die Theorie des Compilerbaus im Vordergrund, Syntax Analysis. Und da habe ich aktiv mitgearbeitet, Bottom-up Syntax Analysis. Die Präzedenzgrammatiken. Präzedenzgrammatiken und so weiter. Und ich habe eigentlich dann später, so in den Anfang 80er Jahre realisiert, dass es mit Top-Down einfacher geht. Ja, der rekursive Abstieg. Wer hat den erfunden? Lag das auch so in der Luft? Ich weiß nicht, wer den erfunden hat. Aber jedenfalls hat Tony Hoare schon 1965 oder so einen Algol-Compiler gebaut in der Industrie mit rekursivem Abstieg. Das liegt ja fast nah. Er hat ja auch, Stichwort Rekursion, Quicksort erfunden. Also vielleicht hat er wirklich rekursiv gedacht. Ja. Und das war ja die große Innovation von Algol 60 und auch der große Diskussionspunkt, ob
Rekursion nicht schädlich sei, eben Ineffizienzkoste. Aber heute lacht man drüber, das ist das Grundprinzip der Informatik. Natürlich, ja. Das waren noch Diskussionen, die heute undenkbar wären. Andere Punkte auch, punkto Alkohol. Ja. Also ich habe zuerst auch eine Version von Pascal definiert, ohne Rekursion. Aber habe dann sehr rasch nachgedoppelt mit Rekursion. Es war dann klar, wie das auch einigermaßen effizient implementierbar ist. Sie müssen sich vorstellen, Effizienz war damals ein ganz wichtiges Argument, überhaupt um Programmiersprachen einzuführen gegenüber den Assembler-Codes. Das weiß ich. Ich habe ein Paper geschrieben, was abgelehnt wurde von einem berühmten Reviewer, weil der Compiler, ich habe eine Syntaxfehlerbehandlung gemacht, hat mehrere zig Kilobyte groß war. Ja. Das war ihm zu viel. Ja. Ja, die Speicher waren noch begrenzt, im Gegensatz zu heute. Aber das waren ja schöne Engineering-Prinzipien, die in dem Pascal-Compiler, vielleicht auch erst in der zweiten Version, also top-down, drin waren, die auch offensichtlich Assistenten von Ihnen, also Urs Ammann, weiß ich, da hat im Code das gemacht. Und dadurch, das hat er zur Verbreitung beigetragen, weil man das schnell implementieren konnte, die P-Code-Maschine. Ja, eben die P-Code-Maschine. Wir haben zahlreiche Anfragen gekriegt von Universitäten, ob wir helfen könnten. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen mit der P-Code-Maschine. Und wir haben den P-Code definiert und einen Compiler gebaut für den P-Code. Und die P-Code-Maschine konnte dann an den verschiedenen Orten auf die jeweiligen Rechner in Assembler-Code programmiert werden. Das war ein relativ kleines Programm. Und das hat wesentlich zur Verbreitung von Pascal beigetragen. Verbreitung von Pascal, da fallen mir aber doch zwei Dinge ein, die heutige Studenten, vielleicht auch junge Doktoranden, gar nicht mehr wissen und sich fragen, wie verbreitet man Source Code ohne Internet? Ja, das war natürlich schon etwas aufwendig. Also die meisten Orte wurden mit einem Magnetband beliefert. Ja. Vielleicht erwähnenswert ist eines der ersten Stellen, wo Pascal akzeptiert wurde. Das war in Belfast, wo Professor Hoare amtierte. Und da haben zwei seiner Assistenten haben den Compiler für den ICL-Computer implementiert und gestanzt, auf Lochkarten gestanzt und in zwei schweren Schachteln mit nach Zürich gebracht. Was macht der Zoll? Der muss ja das nach Gewicht bewerten. Ja, wie geht das? Der Zoll, der war streng damals. Die haben gedacht, in diesen Löchern befinden sich Geheimnisse. Ja, war ja auch so. Ja. Nein, die sind dann ein oder zwei Wochen hier geblieben und dann, das war schon sehr bald hat das geklappt. Dann sind sie mit ihrem Compiler zurückgekehrt. Und Verbreitung von Pascal, die zweite Frage. Dann ist das ja irgendwie aufgegriffen worden, ich weiß nicht wie, auch durch die Industrie Turbo Pascal. Borland, ja, wäre auch UCSD damals, also, aber Borland hat wirklich ein Geschäft gemacht, die Disketten, die es damals gab, verkauft. Und es war ja der glückliche Zufall oder die Zeit, dass die Homecomputer, also die mikroprozessorbasierten Homecomputer kamen. Die Leute haben Homecomputer gekauft, wussten nicht, was sie machen sollten. Die Schulen haben die bekommen. Das heißt, da hat Pascal dann hineingepasst, ja, von der Kleinheit her. Das war der entscheidende Faktor. Mhm. Also Verbreitung können Sie nicht finden nur durch Universitäten, sondern wie Sie sagen, damals sind die Mikrocomputer, die 8-Bit-Mikrocomputer zur Verbreitung gekommen, angefangen in Kalifornien. Und
da war eben Pascal genügend einfach und die Compiler genügend klein, dass er in die Speicher der Mikrocomputer passte. Und das hat entscheidend zur Verbreitung von Pascal beigetragen. Notabene 5 oder 6 Jahre nach der Entstehung von Pascal. Ja. Aber interessanterweise Kalifornien, Borland, USA, die ja ein Geschäft damit gemacht haben, also für $50 oder so, die Diskette verkauft. Ja, $50 auf Floppy Disk, ja. Und das ging ja dann weiter. Ich weiß nicht, ob Sie so glücklich damit waren, das interessiert mich jetzt auch. Wiener hat Delphi, also das, die unabhängig Pascal weiterentwickelt haben, objektorientiert gemacht haben, eine Entwicklungsumgebung gebaut haben, also viel mehr noch draus gemacht haben. Aber das Geschäft war amerikanisch. Warum nicht aus der Schweiz oder warum nicht Europa? Also ist das Silicon Valley so ein selbstreibender, ein Strudel oder wie ist das? Ach Gott, damals war es hier noch so, dass nichts, das in der Informatik nicht aus Amerika stammte, etwas wert war. Also der Stempel USA war absolut wichtig. Aber Sie haben recht, sowohl Borland wie UCSD, also University of San Diego, die haben zur Verbreitung entscheidend beigetragen mit ihren Floppy Disks. Bei Borland war es der Philipp Kahn, der, glaube ich, 4 Semester lang hier studiert hatte und bei mir die Anfängervorlesung besucht hatte und irgendwie das Gespür hatte, dass da etwas aufzugreifen wäre. Also Pascal fand eine sehr starke Verbreitung. Die Gründe haben wir ein bisschen besprochen. Was mich jetzt dann doch persönlich fast interessiert, nach Pascal kamen ja andere Sprachen von Ihnen. Wir reden noch drüber, Modula, Modulo 2, Oberon. Warum war denn Pascal nicht schon objektorientiert? Also vielleicht eine etwas provokative Frage. Aber für mich persönlich, ich habe Simula kennengelernt, ich habe das geschätzt, diese Objektorientierung. Ich habe viel damit gemacht, große Programme, Simulationswelten erstellt, wo Objektorientierung sehr gut ist. Das Typkonzept, die Objekte. Pascal hatte das noch nicht. Erst viele Jahre später haben sie dann erst nach Modula auch die Objektorientierung aufgegriffen, also die Typhierarchie. Und die Records gab es ja schon vorher als Objekte bei Modula oder schon. Bei Pascal. Wieso? Ja, bei Pascal sogar schon, ja. Aber wieso hat das mit der Objektorientierung, mit dem Typkonzept doch länger gedauert? Man kann ja nicht alles erfinden, aber man darf ja mal nachfragen, wieso das... Es schien mir einfach noch zu wenig wichtig. Ich war immer sehr erpicht auf möglichst große Einfachheit. Und Pascal war ja doch schon kompliziert genug. Also die Objektorientierung, die ist ja hereingekommen durch Simula, durch die Sprachen, die für Simulationssysteme geeignet waren. Und dort war es auch offensichtlich, dass die Objekte, die man simuliert, auch schön repräsentiert werden können. Jawohl. Es hat dann näher zur Objektorientierung bin ich erst bei Xerox gerückt, Smalltalk. Aber aufgegriffen habe ich es eigentlich erst mit Oberon. Mhm. Und zwar, das darf ich jetzt vorgreifend sagen, es war mir klar geworden, dass es nur 2 Grundkonzepte sind, die man dazu braucht. Einmal die prozeduralen Variablen, die gab es übrigens schon in Pascal, und dann die Hierarchie der Typen. Die habe ich dann bei Oberon eingezogen, Jetzt haben wir schon einen Sprung gemacht zu Oberon. Wir müssen aber noch bei Pascal bleiben und was daher danach noch kam. Bei Pascal, also Pascal hatte noch keine Objektorientierung und Parallelität war damals auch schon ein erstes Thema.
Paralität, Verteiltheit. Auch das hat Pascal nicht aufgegriffen. Bei Modula kam immerhin so etwas hinein, aber auch noch nicht so richtig. Also zur Paralität, auch das war eine kritische Frage. Das war Ihnen auch noch ein bisschen zu ungeheuer. Sie haben da mal irgendwo geschrieben, man kannte schon die Geister, aber man hat sie nicht gerufen, weil das nicht sein musste. Das ist richtig gesagt. Also bei Pascal war es noch zu früh. Aber Modula, da war die Parallelität ein Thema. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich nehme nur Dinge in der Sprache auf, die etabliert sind, wo man weiß, wie man es richtig macht. Und bei der parallelen Programmierung war das noch unklar. Mhm. Welche sind die richtigen Synchronisationsprimitiva? Das war auch unklar. Ist auch heute noch nicht so ganz. Man hat keine großen Fortschritte gemacht in dieser Hinsicht. Ich weiß, ja. Ich war dann enttäuscht von Concurrent Pascal. Ich glaube, Brin Schanzen hat das gemacht. Das hat mich also enttäuscht. Das war nicht der große Fortschritt. Aber Sie haben eine Tugend von Ihnen angesprochen, gerade, dass Sie immer nur das aufgenommen haben, was etabliert war, was notwendig war. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sozusagen reduce to the max, also möglichst wenig, möglichst klein bleiben. Die Sprache C, die damals ja auch mit Unix hochkam, war ja ganz anders. Ich habe sie nicht gemocht. Ich musste sie lehren, habe sie nicht gemocht. Sie hatten ja auch ein sehr kritisches Verhältnis zur Sprache C. Immer noch. Aber Kernighan, der Brian Kernighan, der C entwickelt hat, hat ja umgekehrt zu Pascal gesagt, das sei einfach eine Sprache, in der man keine ernsten Dinge machen könnte. Er hat es probiert und nicht geschafft. Das heißt, da prallen Sie mit Ihren Meinungen ja doch aufeinander. Brian Kernighan sagt, nett, aber man kann nichts damit anfangen. Und Sie sagen, ja, was genau sagen Sie gegenüber C eigentlich? Ja, C, wenn ich damit anfangen darf, ist natürlich eine recht unstrukturierte Sprache, wo man eben einfach alles machen kann, wie ein Assembler. Es war ja ein Ersatz für Assembler. Und ich hatte das Gefühl, eine Sprache muss irgendwie eine Guideline sein. Man muss ja die Programmierdisziplin fördern und die Grundkonzepte der Disziplin direkt repräsentieren. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe mit all diesen Sprachen habe ich immer kleine Schritte gemacht. Und ich war nie an der Perfektion angelangt, aber auch noch nie so nahe wie bei Oberon. Ja, also die Kunst, eine Programmiersprache zu definieren, ist ja möglichst viel Mächtigkeit einzubringen mit möglichst wenig Konzepten. Ja. Und da muss ich noch mal nachfragen, Algol 68 wäre das Stichwort. Ja. Wir haben jetzt nicht so lange darüber gesprochen, aber aus dieser Arbeitsgruppe haben Sie sich mit anderen, also IFIP Working Group, ja verabschiedet, weil die Weiterentwicklung von Algol in Richtung Algol 68 gehen sollte, ja. Und ja auch dann ging. Ich selbst habe das als ein Drama erlebt, als jemand, der gerade anfing im Studium. Ich habe Algol 60 gut verstanden, der Report war einfach. Und dann 68. Ich habe also sofort das Buch genommen, habe nichts verstanden. Ja, ja. Ich habe bei großen Lehrbüchern, ich habe das nicht verstanden. Und für Sie war das ja auch zu komplex. Also Sie haben ja dann den Schritt weggemacht. Aber Van Weingarten hat ja Algol 68 durchgeboxt. Das ist richtig. Wie standen Sie denn zu Van Weingarten? Also auch Dijkstra hat ja ein etwas merkwürdiges Verhältnis dann zu ihm gehabt. Ja, ja. Ja, also ich war ja sogar mal 2 Monate in Amsterdam vor Pascal. Und das war das Institut, das Van Weingarten geleitet hat. Und wir sind gut miteinander rausgekommen. Etwas schwieriger wurde es dann nach einem Treffen, für das ich aufgefordert wurde, einen konkreten Vorschlag zu machen für den Nachfolger von Pascal.
Und an diesem Treffen hat dann Van Weingarten selbst einen Gegenvorschlag unterbreitet. Und an diesen beiden Vorschlägen haben sich dann die Geister geschieden. Der meine wurde im Prinzip Pascal und der von Van Weingarten wurde Algol 68. Ja, der Kontakt hat sich dann etwas verflüchtigt, naturgemäß. Und leider hat sich alles bewahrheitet, was ich prophezeit habe. Algol 68, der Compiler wurde 1972 oder 1973 fertig. Aber nie benutzt, oder? Nie benutzt praktisch, außer in München bei Bauer. Mhm. Ja. Jetzt haben wir über Pascal hauptsächlich gesprochen. Die Geschichte ist noch lang nicht zu Ende. Und wir könnten mal resümieren, was jetzt noch alles in einem vielleicht irgendwann dritten Teil noch zu besprechen wäre. Ja, nicht nur Modula und nicht nur Oberon, sondern vor allen Dingen das, was Sie damals bei Ihren Sabbaticals bei Xerox erlebt haben, mitgebracht haben. Ja. Das sind so spannende Dinge, da müsst ihr vielleicht getrennt noch mal drüber sprechen. Denn da geht es um die ersten Workstations, heute würde man sagen PCs, und die Lille, die Sie gebaut haben, die Jahre in Europa zumindest, auch in der Industrie sonst, Jahre voraus waren den anderen. Eine Gelegenheit, als ich zum ersten Mal, bei mir war es dann 82, also zwei Jahre vor der Macintosh, das gesehen habe, das waren Lisp-Workstations. Diese hochauflösenden Bildschirme und die Maus. Ich habe alle Freunde hergeholt. Das ist die Zukunft der Informatik. Und so ging es Ihnen ja auch. Ja. Und da müssen wir drüber reden irgendwann noch mal, was das, warum das eigentlich verpasst wurde. Das wäre ein Thema, was Sie bei Xerox alles erlebt haben. Warum das nicht in Europa gezündet hat, obwohl man das ja wusste. Dann die Helikopter, die Sie instrumentiert haben. Ja. Das wäre ein Thema. Als Sie Ihren 60. Geburtstag gefeiert haben, war ich noch nicht in Zürich. Ich bin hergekommen, habe das erlebt. Man hat Ihnen einen solchen Helikopterbausatz geschenkt. Ja. Und heute redet jeder von den Flugdrohnen, die autonom fliegen. Also insofern hätten wir noch einige Themen. Was hätten Sie denn noch an Themen, die wir uns merken könnten, über die wir irgendwann mal noch ausführlicher sprechen sollten? Also über die Lilith, über Modula, über Ceres natürlich, über Oberon, über Helikopter. Ja, man könnte noch manches beifügen. Aber ich glaube, entscheidend war schon mein Sabbatical bei Xerox 1976, ja. 77, wo ich diese Alto-Workstation kennenlernte. Es war die Zeit, wo die ersten Mikrocomputer auf dem Markt waren. Aber das waren nach meiner Meinung Spielzeuge mit 8-Bit-Prozessoren. Währenddem bei Xerox hatten sie diesen Alto entwickelt. Und der war wirklich ein Ding, das mächtig genug war, wo man echte, seriöse Arbeiten erledigen konnte. Und ich kam zu Xerox und bekam einen solchen Alto-Workstation unter mein Pult gestellt. Jeder hatte einen eigenen Computer, verbunden mit einem Netzwerk. Das war völlig neu. Und die Maus war ja neu, die haben Sie immerhin nach Europa mitgebracht, ja, eine Computermaus. Ja, ich habe dann nach einiger Zeit beschlossen, ich möchte in die Hardware einsteigen. Ein solches Ding muss ich haben an der ETH. Käuflich waren die Dinge überhaupt nicht. Also blieb es nur übrig, eins selbst zu bauen. Selbst zu bauen. Aber Sie waren nicht der Einzige, das bei Xerox gesehen hat. Also Apple und Microsoft, die beiden, ja? Ja. Die haben, als sie dort waren, sofort ihre Mitarbeiter hingeschickt. Schaut euch das an, baut das nach. Ja. Apple und Microsoft sind damit erfolgreich geworden. Xerox selbst nicht. Das ist ja auch ein Thema. Sie haben davon profitiert, immerhin. Zwar Europa nicht so stark, Apple und Microsoft. Ja, also das war die Tragödie, dass die Xerox-Firma,
die wirklich eine Kopiererfirma war, nicht realisiert hat, was in ihrem Forschungslabor entwickelt wurde. Aber das galt auch für andere Dinge, für das Ethernet, für den Laserdrucker. Ja, ja. Also Butler Lampson war ja eine interessante Person dort, ja, die das vorangetrieben hat. Ja, ja, Lampson war das. Also für mich ja faszinierend, was er alles gemacht hat. Aber Lampson ging nachher zu Microsoft. Ja, der erst zu Deck und dann zu Microsoft. Ja. Ja, eben, ja. Nein, nein, direkt zu Microsoft, soviel ich weiß. Gut, ja, das kann ja sein, ja. Einige Jahre später sind dann diese ganze Gruppe von Leuten, von jungen Forschern, von Xerox weggegangen und haben auch in Palo Alto das DEC-Forschungslabor gegründet, ja, ja, das dann einige Jahre lang existiert hat und erfolgreich war. Aber Xerox hat das verspielt. Aber Sie haben profitiert, Sie haben die Maus mitgebracht, haben hier dann die Workstation gebaut, Jahre bevor andere das gemacht haben. Die Leute konnten es ja sehen. Ja, ja. Und das ist nicht von der Industrie also erfolgreich aufgegriffen worden. Nein, überhaupt nicht. Leider. Das wurde fast ignoriert. Ja. Also die Lilith wurde ignoriert. Warum hat man das nicht erkannt? Also Sie waren fasziniert, ich war fasziniert, Bill, John war... Also alle Leute, die es gesehen haben, waren fasziniert, die verstanden haben, dass die Zukunft... Ja, aber die Informatik war in der Schweiz nicht etabliert. Kann ich einfach... Auch die Professorenschaft hat das nicht aufgegriffen. Nun also, wir haben Lilith gebaut, viel mit Hilfe eines Mitarbeiters in den USA. Der hat die hergestellt. Nur zwei Prototypen haben wir hier gebaut. Und dann haben wir die geliefert und eine Demo gemacht. Das war Dezember 1980. Und da waren viele Leute hier und waren begeistert. Aber ein Echo ist erst etwa zwei, drei Jahre später gekommen. Und dann war es schon etwas zu spät. Ja. Vielleicht müssten wir jetzt zum Ende kommen mit diesem interessanten zweiten Teil. Und ich merke, es gäbe schon noch einiges zu überlegen, denn was bedeutet das jetzt alles für die heutige Zeit? Vielleicht können wir damit abschließen, den zweiten Teil. Wie würden Sie denn Ihre ganze Forschung, die ganzen Programmiersprachen, auch wenn wir über die letzte nicht so ausführlich gesprochen haben, kann man das rückblickend in ein oder zwei Sätzen als Motto, als Begriff, als in zwei Sätzen zusammenfassen, was Sie da gemacht haben? Ja, ich möchte da nicht überheblich tönen, aber es war schon die Einführung der Informatik, die in der Schweiz hier stattfand an der ETH. Mhm. Und Informatik war damals noch natürlich sehr stark, hieß das Softwaretechnik. Mhm. Hardware hatte nie eine große Chance in der Schweiz, das ist begreiflich. Zu kleiner Ort für einen großen Markt. Mhm. Aber Software, da kostet die Verbreitung ja eigentlich nichts. Mhm. Dennoch sind meine Produkte immer via USA eingewandert. Also auch ein Glücksfall für die ETH, dass Sie zurückkamen. Insofern sollten wir vielleicht für heute das Gespräch zum Ende bringen, auch wenn es wirklich noch viel... Ja, also etwas möchte ich noch ganz kurz hinzufügen. Das war in den 90er Jahren, bin ich aufmerksam geworden auf eine kleine Gruppe aus dem Maschinendepartement. Die haben in USA an einem Wettbewerb teilgenommen mit programmierten Helikoptern, Modellhelikoptern. Und da habe ich mich in Kontakt gesetzt und wir haben zusammengearbeitet. Ich habe zwei vollständige Computer für das Helikoptermodell konzipiert. Und wir haben das so weit gebracht, dass dieser Helikopter also tatsächlich autonom nach einem Programm geflogen ist. Das war sehr interessant für mich, weil ich eigentlich alle die Sparten meiner Karriere dort vereinigen konnte. Bis zu den letzten Dingen Computerbau mit
viel Programmable Gate Arrays und PLDs und so weiter. Das war sehr spannend. Und leider ist das dann auch wieder verloren gegangen. Nach meiner Pensionierung ist diese Gruppe aufgelöst worden, hat sich verflüchtigt. Und nicht mal das Militär und die Rüstungsfirmen haben gemerkt, nein, was da drin steckt. Die haben das ignoriert. Ja, dafür mussten sie wohl bezahlen. Aus dem Ausland sind diese Dinge sowieso nicht billig. Und die eigene Erfahrung ist nicht entstanden. Das ist sehr schade. Haben Sie Ihr Labor zu Hause von dem elterlichen Haus rübergerettet in der heutigen Zeit? Haben Sie jetzt zu Hause immer noch so ein Elektroniklabor? Nein, aber bis vor einigen Jahren habe ich es noch gehabt. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Meine Augen sind nicht mehr gut genug für diese Arbeiten. Und einmal muss man ja aufhören können. Es ist natürlich schon gut, wenn man eine Umgebung hat, in der die nötigen Werkzeuge vorhanden sind. Aber einmal hört alles auf. Gut, auch unser Gespräch hört auf. Also allerbesten Dank, Herr Wirth. Es war sehr interessant. Auch ich habe wieder einiges gelernt. Ich kenne ein bisschen von der Geschichte, aber Sie kennen den ganzen Präfixer Geschichte. Ich meine immer noch, man sollte sie vielleicht noch mal über einiges unterhalten, was ich jetzt erst gelernt habe. Aber das müssen wir mal schauen, ob dafür die Zeit dann noch mal kommt. Also besten Dank. Ja, auch ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, das, glaube ich, interessant war. Ja. Und mir Gelegenheit gegeben hat, wieder einmal nachzudenken, wie es war. Ja. Es war schön und interessant. Besten Danke. Dank. Danke.